Ja, willkommen zu diesem kleinen Video, in dem ich Ihnen das Asus Netbook IPC 1015 T vorstellen möchte. Es handelt sich dabei um ein besonderes Netbook, das mit zwei Besonderheiten ausgestattet ist. Eine Besonderheit ist im Inneren verborgen, denn es ist kein Intel Atom Prozessor in diesem IPC enthalten, sondern ein AMD V105. Dieser Prozessor ist ein Single-Core-Prozessor, getaktet mit 1,2 GHz. Dank einiger weiterer CPU-Instruktionen läuft es fast so schnell wie ein Notebook-Prozessor und kann somit locker mit einem Kern Intel Atoms mithalten. In Sachen Stromverbrauch benutzt dieser Prozessor etwas mehr Strom, aber dazu kommen wir gleich noch einmal. Ein paar weitere technische Daten. Schauen wir uns das Notebook zunächst einmal von der Seite an. Da sehen wir, es gibt einen Stromanschluss, einen VGA-Ausgang, einen USB-Anschluss sowie einen HDMI-Ausgang. Das ist für Notebooks oder Netbooks in dieser Preisklasse eine ganz, ganz große Besonderheit. Dann ein ganz normaler Lüfterausgang hier. Und wenn wir uns das von vorne anschauen, sehen wir die Asus-typischen vier LEDs hier. Eine LED blinkt jetzt hier gerade, weil wir das Netbook in Standby gestellt haben. Auf der rechten Seite sehen wir den üblichen SD-Kartenslot, der auch mit SDAC-Karten zurande kommt. Dann haben wir einen Kopfhörerausgang und einen Mikrofoneingang sowie zwei weitere USB 2.0-Anschlüsse, einen Kensington-Lock und einen Gigabit Ethernet-LAN-Anschluss mit so einer kleinen Klappe hier, die das Einrasten ein bisschen erleichtert. Hinten haben wir nichts mehr ansonsten außer den Akku, der hier verbaut ist. Etwas dick gelagert ist. Er hält 52 Wattstunden aus und soll dann so ungefähr bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit bieten. Das liegt vor allen Dingen daran, weil hier auch ein ganz spezieller Grafikprozessor eingebaut ist, nämlich die ATI Radeon HD 4200. Achtung, es gibt auch einige 1015T Modelle, die mit einer etwas schwächer getakteten 4225 HD von ATI Radeon daherkommen. Die sind natürlich dann etwas schwächer getaktet und bieten etwas weniger Grafikleistung. Die integrierte Grafik hier teilt sich genauso wie die 4225 den Arbeitsspeicher, der mit 1 GB ausgestattet ist, standardmäßig mit dem System. Und den Arbeitsspeicher kann man allerdings aufrüsten. Man sieht das hier, gibt es so eine kleine Knappe, da kann man einfach ein weiteres Modul einbauen. Ansonsten sehen wir hier noch die zwei Lock-Mechanismen für den Akku, um den dann herauszunehmen. Klappen wir das Gerät mal auf, dann werden wir erfreulicherweise feststellen, dass es sich hierbei um ein mattes Display handelt, das ja bei Netbooks auch etwas ungewöhnlich ist. Ganz oben sehen wir so eine kleine Klappe für die Webcam, das heißt, da kann man einfach eine Linse vorschieben oder einfach vor die Linse eine Klappe vorschieben, wenn man ungestört sein möchte oder wenn man sicher gehen möchte, dass man ungestört ist. Schauen wir uns mal das Keyboard an, eine ganz normale Chiclet-Tastatur, wie wir sie eigentlich kennen. Die Steuerungstaste ganz links, dann die Fn-Taste und die Windows-Taste. Eine etwas klein geratene Shift-Taste, die aber trotzdem gut zu bedienen ist. Auf der rechten Seite auch eine etwas klein geratene Shift-Taste. Hier die Pfeiltasten, die auch etwas klein geraten sind, die hätte man durchaus etwas größer machen können und sich diese Fn-Taste hier auf der rechten Seite einsparen können. Dann einen Anschaltknopf, der jetzt ein bisschen blinkt, weil wir im Standby-Grad sind. Eine ganz normale Enter-Taste, also in der richtigen Größe auch und ganz normal auch die Umlaut-Tasten in der richtigen Größe. Die üblichen Shortcuts auf den F-Tasten, wie zum Beispiel Standby, WLAN an und aus, Umschalten der Grafik von eben internem Bildschirm auf externen Bildschirm ist möglich und natürlich die Lautstärkenregelung und so weiter und so fort. Das ist also auch alles mit integriert. Eine weitere Besonderheit dieses Netbooks sehen wir hier unten. Neben dem AMD ist auch ein Ubuntu-Logo, denn dieses Netbook stammt von linuxdiscount.de und dort ist dann auch, wie der Name schon sagt, eine Linux-Distribution, nämlich die Linux-Distribution Ubuntu mit installiert in der Version 11.04, also der sehr, sehr aktuellen Version. Hier sehen wir nochmal das Touchpad, das sehr, sehr groß geraten ist für ein Netbook. Und wir haben natürlich wieder eine Taste nur für zwei Maustasten. Das heißt, drückt man hier drauf,
Hat man die rechte Maustaste, drückt man hier drauf, hat man die linke Maustaste, drückt man in der Mitte oder versucht man in der Mitte drauf zu drücken, funktioniert das nicht. Hier noch ein kleiner Aufkleber, der dann noch alles kurz beschreibt. Bei meinem Aufkleber ist ein Fehler drin. Hier steht nämlich zum Beispiel, hier sei eine ATI Radeon HD 4250 Grafik mit drin. Das ist eine noch schneller getaktete Grafik. Die ist allerdings hier leider nicht drin. Das habe ich überprüfen können. Gut, fahren wir das Gerät mal hoch, beziehungsweise aus dem Standby wieder raus. Das dauert ein paar Sekunden. Dann müssen wir den Bildschirm auch noch anmachen. Da kommt jetzt unser Eingabedialog. Es ist, wie gesagt, ein Ubuntu 11.04 installiert. Wenn ich das Passwort richtig eingebe, komme ich auch ins System rein mit der üblichen Ubuntu Unity-Oberfläche. Wir sehen jetzt hier eine 1, die uns anzeigt, dass wir jetzt auf dem ersten Display sind, also dass wir nicht per HDMI oder VGA einen Monitor angeschlossen haben. Hier oben rechts haben wir die Akkuanzeige, die momentan bei 4 Stunden liegt. Ich habe das über Nacht mal im Standby einfach gelassen und jetzt ist der Akku gerade auf 5 Stunden gesprungen. Das heißt, er korrigiert sich dann doch und ist bei 5 Stunden. Die ganz normalen Tastenkombinationen für Lautstärke-Regeln funktionieren, wie man hier sieht. Und das Gleiche gilt auch für die Helligkeit. Wie wir hier sehen können. Und das Display geht ganz schön hell, wie man hier auch sehen kann. Und man kann es natürlich auch wieder ganz schnell wieder dunkel schalten. Die Tasten funktionieren also. Vorinstalliert ist natürlich hier auch der ATI Catalyst Treiber, also der proprietäre Treiber für Linux. Das mag vielleicht alle die interessieren, die hier auch ein Linux betreiben wollen. Außerdem ist hier noch ein Broadcom-Chip drin als WLAN. Und den müsste man dann auch bei Kernel-Versionen unter 3.0 auch, also 2.6er-Kernel-Versionen, Linux-Distributionen mit einem 2.6er-Kernel, müsste man dann auch mit einem proprietären Broadcom-Treiber einfach einbinden, damit das ganze Gerät dann läuft. Ansonsten, Grafik funktioniert wunderbar. Wir haben hier die Unity-Oberfläche. Ich kann mal kurz einen Effekt zeigen. Das funktioniert, also hier das Umschalten von virtuellen Desktops oder sowas, das klappt. Die Grafikleistung ist sehr, sehr gut. Das Netbook teilt sich ja CPU und Grafik auf einer Einheit im Grunde genommen. Also die Grafikeinheit ist auf der CPU mit verbaut und das ist, denke ich, auch eine super Sache, um halt enorm viel Speed rauszuholen. Ich starte mal kurz einen Terminal, um dann den interessierten Linux-Leuten unter Ihnen zu zeigen, wie ein LSPCI hier aussieht, also wie oder was für Geräte hier verbaut sind für die, die es interessiert. Wir haben hier also erstmal AMD als Host, Bridge, dann ASUS-Tech natürlich, also ASUS, AMD RS 780 PCI und einige weitere Dinge. Hier eben auch der VGA-kompatible ATI-Controller, M880G auch bezeichnet, also Mobility Radeon HD 4200. Dann sehen wir hier auch den Ethernet-Controller für das LAN. Das ist ein Anteros Communications AR8152 und den Broadcom BCM 4313 eben für das WLAN. Und in Sachen Audio kommt ein Intel oder Radeon HD Audio Chip RS880 mit dabei. Außerdem kann man auch Musik oder Audiosignale über den HDMI-Ausgang leiten. Das heißt, es ist nicht nur ein reiner Videoausgang, sondern man kann auch Musik darüber leiten. Das ist also meine Kurzvorstellung des IPCs. Eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Es sind ausgeliefert hier als Festplatte eine 5200 Umdrehungen Festplatte von Western Digital mit 250 GB Speicherplatz. Das ist in der Linux Discount Version auch schon ordentlich aufgeteilt mit einer kleineren Root-Partition. Das können wir uns auch nochmal anschauen im Terminal. Mit einer kleineren Root-Partition,
die ich müsste nur richtig tippen, die 18, nee, 23 Megabyte, Gigabyte groß ist und der Rest ist als Home-Partition, also 205 Gigabyte partitioniert. Das macht so unterm Strich 250 Gigabyte, die einem zur Verfügung stehen, was doch relativ gut ist. Ja, das war's zu dieser kleinen Vorstellung des Asus IPC 1015T. Und diesen gibt es, wie gesagt, bei linuxdiscount.de zum Kaufen für etwa 199 Euro. Man muss sich umschauen, es gibt halt verschiedene Versionen. Wie gesagt, ich würde die Finger weglassen von einer Version mit dem Radeon HD 4225, denn die ist dann doch deutlich langsamer als diese Grafikeinheit in diesem Netbook mit einer 4200er Grafik ist man deutlich besser bedient und kann dann auch Flash-Videos in HD auf YouTube oder sowas ordentlich ruckelfrei abspielen. Natürlich geht es auch für ganz normale Videos, die hier auch ordentlich und ruckelfrei abgespielt werden.